Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Es sind Momente wie diese, für die er hierher gekommen ist. Serkan Uzun ist Vorsitzender der türkischen Gemeinde Kulmbach. Wie zahlreiche andere Hilfskräfte ist auch er ins Erdbebengebiet an der türkisch-syrischen Grenze gefahren. Seine Aufnahmen zeigen Szenen, die an einen Bombenangriff erinnern. Die mit dem schwarzen Säckel sind Leichen auf der Straße. Die werden gleich abgeholt. Also es ist sehr katastrophal hier. So viel zur Stadt. Das ist nur ein Bruchteil von dem, was ich zeigen kann. Die Hilfskräfte arbeiten Tag und Nacht. Trotz all der Grausamkeit, es passieren auch Wunder. Zwei Kinder werden lebend aus den Trümmern gerettet, nach 8 Tagen ohne Flüssigkeit und Essen. Ihr Zustand stabil. Für die Retter ein Riesenmoment. Bis Dienstag wird Serkan Uzun noch im Krisengebiet bleiben, helfen und auf weitere Wunder hoffen. Zusammen mit der Stadt Kulmbach hat Uzun ein Spendenkonto eingerichtet. Wer möchte, kann Geld auf das Konto der Sparkasse Kulmbach-Kronach überweisen.